Warning. EPD laser active. Oh. Jetzt können wir da durch. Da müssen wir aber schnell sein. So, wo sind wir jetzt? So. Ach, muss denn. Muss denn jetzt so finster da sein? Haben wir da irgendwie Munition oder sowas? Oh oh. Was ist denn das? Gas leak stopped. Fire extinguished. Aha, voll gelöscht. Wo ist der Lichtschalter? So, Munition wieder. Jetzt schauen wir, da hinten sind wir gekommen. Dann gehen wir mal da hinten.
So, sonst jemand noch Probleme? Voll nicht mehr. So, der hat auch schon ein bisschen in die Tage gesehen. Müssen wir da oben? Anscheinend, ja. Dann schauen wir mal. Ach, da kann man nicht durchschießen. Was haben wir jetzt? Da sind wir verkehrt dran. So, da schaut schon besser aus. Ah, da ist noch einer. Und wo ist er jetzt? Was ist denn da los? Jetzt geh! Und jetzt? Was war das? So. Werden wir wahrscheinlich dafür müssen. Oh, das war die Treppen. Ah!
Da können wir natürlich wieder nicht rein. Scheint dann noch mehr? Nein. Hey, wo kommen die her? Schau wieder schon Verfolgungswahn. Überall hier Schritte. Jetzt müssen wir uns mal wieder zusammenreißen, damit die Fassung nicht verlieren. Was? So, grafisch ist er eigentlich immer noch ganz schön anzuschauen. Wenn man das einmal so sagen darf. Auch wenn das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Oh, he startled me. Man, I'm ever glad to see you. I thought I was all alone. It's been freaking spooky lately. The Hydrocon's blown a few circuits and is unstable. Be careful of that gun. A stray bullet into the glass shields could blow the whole area. I'm gonna try and get this thing stabilized. I'll head to the science office when I have this under control. Was macht er? Ist man Tobi oder? Das scheint fast so. Dann gehen wir mal oben. Ach, da waren wir doch schon. Gibt es denn da keine Knarre mit einem Licht drauf? Oder war das bei Quake 4 war das? Da haben die Knarren eine Lampe drauf gehabt. Das haben wir da nicht. Ach so, da haben wir Scheiße gebaut. Jetzt haben wir da natürlich nicht gespeichert. Ah, da sind wir noch weit hinten. Tja, so was passiert also. Nochmal von vorne.